In diesem Video zeigen wir, wie die vier Sperrholzplanken unserer Bausätze zum Bootsrumpf zusammengesetzt werden. Die Planken werden quasi miteinander vernäht und dazu benutzt man meist Kupferdraht. Wichtig ist, dass beim Vernähen nicht zwei spitze Plankenkanten aufeinander stehen. Besser ist es, wenn die Planken leicht angeschrägt sind. Wenn man einen unserer Bausätze benutzt, kann man sich das manuelle Anschrägen sparen. Die Planken werden also schon mit dieser Schräge geliefert. Vor dem Vernähen kleben wir noch die Randbereiche der Planken mit Malerkrepp ab. In einem späteren Video wird man dann sehen, dass man auf diese Weise optisch gelungene Spachtelkehlen herstellen kann. Als erstes werden die Bodenplanken am Kiel vernäht. Dabei liegen die beiden Planken mit ihren Innenseiten aufeinander. Die ca. 10 cm langen Kupferdrahtstücke werden in die Löcher eingefädelt. In unseren Bausätzen sind diese Löcher übrigens schon vorgebohrt. Dann verdreht man die Drahtenden, und zwar möglichst nicht zu eng, sonst kann man die Planken später nicht auseinanderklappen. Wir legen einen Abstandshalter zwischen Draht und Planken. Alternativ kann man beispielsweise auch einen Bleistift benutzen. Die letzten 5 Drähte an Bug- und Heckspitze werden dann ohne Abstandshalter verdreht. Hier muss der Draht also wieder recht stramm sitzen. Dann werden die Seitenplanken auf Arbeitsböcken abgelegt und hochgeklappt, sodass der Balkweger nach unten zeigt. An Heck- und Bugspitze werden die Planken provisorisch zusammengeklemmt. Mit einem Stab werden die Planken auseinandergespreizt, und zwar möglichst an der laut Plan breitesten Stelle des Boots. Das Boot sollte jetzt schon so breit sein, wie es der Plan vorsieht. Dann werden die Seitenplanken an Rumpf und Heck mit jeweils 3 Drähten vernäht. Als nächstes werden die Bodenplanken auf die Seitenplanken gelegt. Die Planken werden aufgeklappt und grob positioniert. An der Bugspitze werden die Bodenplanken mit 3 Spanngurten an die Seitenplanken gezogen. Und zwar so, dass die Naht an dieser Stelle geschlossen ist. Dann werden Löcher mit einem Durchmesser von 1,5 mm in die Seitenplanken gebohrt. Und zwar jeweils gegenüber von den Löchern, die schon in den Bodenplanken vorgebohrt sind. Zunächst mal reicht es aus, wenn man 5 Löcher bohrt und die Planken an dieser Stelle miteinander vernäht. Dadurch, dass wir die Arbeitsböcke verlängert haben, kann man die Drähte jetzt ziemlich bequem im Sitzen von innen in die vorgebohrten Löcher einfädeln. Man sollte dann allerdings auf jeden Fall eine Schutzbrille tragen, weil man recht viel auf Augenhöhe am Draht arbeitet. Mit einer Zange können die Drähte eng angezogen werden, allerdings muss man aufpassen, dass man sie nicht so eng anzieht, dass die Drähte brechen. Auf diese Weise kann man sich also schrittweise von Bug in Richtung Heck vorarbeiten. Nach jeweils 5 vernähten Löchern sollte man von der linken auf die rechte Bootsseite wechseln und dann entsprechend wieder zurück. Wir benutzen zum Verdrehen übrigens eine sogenannte Drahtwirbelzange, man kann aber auch eine ganz normale Kombizange benutzen. Die 3 Spanngurte werden nach und nach in Richtung Heck verschoben. Im Grunde haben sie die Funktion, die Fuge zwischen den Planken an der Stelle zu schließen, wo die nächsten 5 Drähte gesetzt werden. Und so sieht das Ganze im Inneren des Rumpfes aus. An
An der Kielnaht waren die Drähte ja zunächst noch recht locker verdreht. Die kann man jetzt also nach und nach eng anziehen. Ja, und jetzt ist der Rumpf komplett vernäht und man hat zum ersten Mal einen dreidimensionalen Eindruck vom Boot.